Willkommen zurück zur Destiny 2 Beta und wir fangen an mit dem ersten Modus, den wir hier in der Beta spielen können. Das ist ein PvP-Modus und zwar ein typischer Capture-Point-Modus. Und ich bin im PvP schon gar in Shooter-PvP nicht so wirklich gut, also wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich da mehr sterbe, als irgendwie sinnvoll bin. Aber man will das ja mal alles ausprobieren, ne? Also wir gehen in so einen Navigator rein und haben jetzt hier diese drei Möglichkeiten an Spielmodi. Hier haben wir einmal den Spielmodi, den wir jetzt machen, Schnellspiel. Das ist der Capture Point PvP-Modus. Dann gibt es, das werden wir auch noch natürlich uns ansehen, die verdrehte Säule. Das ist ein Strike, das ist quasi, ich weiß nicht, ob das ein Raid oder ein Dungeon ist. Ich weiß nicht, eins von beiden. Ich weiß nicht, ob es noch etwas anderes gibt, also was noch über Strike steht, aber ich kann mir vorstellen, das ist so eine Art, ja, es ist eher ein Dungeon, weil man hat da 1 bis 3 Spieler und nicht so wirklich einen krassen Raid von zig, von irgendwie 25 Spielern oder so, keine Ahnung. Also es ist quasi so eine Art Dungeon-Raid, wie man auch immer das sehen möchte. PvP, PvE natürlich ist das. Das sehen wir uns natürlich auch an, also ein PvE-Modus gibt es ja auch. Und das ist dann auch nochmal ein PvP-Modus und das ist ein auch ein sehr interessanter, nämlich das ist so eine Art abgewandeltes Bombe-Planten Modus. Also da gibt es dann quasi 2 Punkte, wo ein Team quasi Sprengstoff aktivieren muss und dann halt bewachen muss, damit er explodiert und das andere Team muss halt verhindern, dass das passiert. Das ist dieser Spielmodus. Der ist auch ganz interessant eigentlich gemacht, wobei ich eher der PvE-Spieler eigentlich bin, anstatt der PvP-Spieler. Aber wir werden uns jetzt mal den Capture-Point-Modus ansehen und da mal ein bisschen rumduben. Schnellspiel. Warum das ein Schnellspiel und das andere kompetitiv heißt, keine Ahnung. Aber es ist halt beides PvP. Na, dann suchen wir mal nach anderen Mitspielern. Insgesamt werden 8 gesucht. Da stelle ich zwar 1 bis 4 Spieler, aber da wird gemeint mit deiner eigenen Gruppe. Also insgesamt spielen 8, also 4 gegen 4. So, ne? Nicht verwirren lassen, dass da nur 1 bis 4 Spieler steht. Das heißt also 1 bis 4 Spieler pro Gruppe. Naja, wie gesagt, noch momentan die Vorbesteller-Beta läuft, also die Closed-Beta, die halt dann zur Open-Beta wird. Zumindest an dem Tag der Aufnahme, wo ich es gerade aufnehme, ja. Ich veröffentliche es wahrscheinlich nicht direkt an dem Tag, wo ich das aufnehme. Dauert die Suche natürlich noch ein bisschen, weil ich habe wahrscheinlich nicht alle vorbestellt. Ja? Also nicht wundern, dass das ein bisschen dauert, aber man sieht, das ist doch, es ist okay. Mir ist 8 von 8 Spielern gefunden und es geht los. Und der schön gemachte Ladescreen, den ich eigentlich sehr, den ich sehr cool finde, weil man dann nämlich auch noch sieht, die Raumschiffe von den anderen Spielern sieht nämlich. Also in der Inszenierung wirklich muss man sagen, also mir gefällt's, ja. Man kann aber noch nicht so wirklich viel von dem Spiel sehen, weil halt es nicht so viel zum Spielen gibt. Das heißt also einen riesengroßen guten Eindruck. Kontrolle. Den kannst du dir mit der Beta nicht machen. Zeig mir, dass du dich behaupten kannst. Halte die Zonen. Oh, genau, halt Zonen, das sind halt diese Points, ja. Wenn hier drin steht, achso, der gehört schon uns. Wenn man da drin steht, dann nimmt man den natürlich ein. Und das versuchen natürlich die Gegenspieler auch. Du hast die Führung verloren. Oh, da. Der Feind hat Zone B eingenommen. War ich gerade?
hast Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Bei mir, bei meiner Gruppe natürlich. Nicht bei mir. Das würde ich alle carryen hier in dem Spiel. Das ist aber selber nicht. Es war ein Traum, aber er wird nie in Erfüllung gehen. Zone A verloren. Zone C verloren. Du hast Zone B eingenommen. Das ist ein Powerplay. Erobere die Zone zurück. Es ist übrigens auch so, dass wenn eine Zone vom Gegner eingenommen wird, man die nicht erst quasi neutralisieren muss und dann wiederum einnehmen muss. Jetzt bin ich tot. Sondern man nimmt sie einfach nur ein und das reicht dann schon. Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Zone B verloren. Ja, das ist natürlich ein bisschen schneller. Das ist nicht so wie bei Battlefield, wo du erstmal alles neutralisierst und dann wiederum einnimmst. Und hier ist es auch immer so, die dritte Waffe ist immer mit null Munition. Dafür gibt es dann diese Special-Munition, die hier im Spielmodus spawnt. Die muss man dann erstmal einsammeln. Oh, ich glaube, wir haben auch mal stehen. Wobei, nee. Zone B erobert. Kennt man ja von Guild Wars 2 PvP, wo dann die Leute einfach nur auf dem Punkt stehen bleiben, weil sie denken, das würde dann schneller gehen. Mit der Einnahme, scheiße, das habe ich. Ja, aber es geht gar nicht schneller. Ich glaube, das ist hier auch so. Umso mehr auf dem Punkt stehen, heißt lange nicht, dass es auch schneller geht. Ich hab gestorben. Dem Gegner Einhalt geboten. Krass, Leute, ein Kill. Unerwartet, ja, aber das habe ich erwartet. So, das haben wir ja schon eingegangen. So, hier spawnt gleich die Munition für eine dritte Waffe. Das könnte gut für dich ausgehen. Oder für die anderen. Na komm. Ich sehe es ein. Ja. Ich wusste es. Natürlich sehen das auch die Gegner und wollen die Munition auch haben. Dann verreck ich, weil ich so doof bin. Ich snacke ab. Anders kann ich halt nicht gut sein. Nice, er kann ein Schild bauen. Das hat mir ja auch sehr viel gebracht. Ich spawne direkt hier auch wieder. Das ist kacke. Ich wollte mich heilen. Der Feind hat einen Boden gewonnen, aber noch ist es nicht vorbei. Au. Ich weiß nicht, wenn bei der Levelanzahl so eine 3 Punkte steht, ob der halt entweder tippt oder ob der Voice Chat benutzt. Keine Ahnung. Ist das hier Kipcha? Ja. Guck mal kurz. Mit dem Typen mit. Kann ja vielleicht sein, dass hier jemand kommt. Oh, ich habe meinen Super! Oh, den hätte ich mal einsetzen sollen. Also, ja gut, hat der Gegner auch, deswegen war es vielleicht ganz gut, dass ich ihn nicht eingesetzt habe, weil sonst hätte ich ihn gewastet. So richtiger Kack-Waste. Stirbt! Stirbt! Erobere die Zone zurück. Was dem Gegner einhalten. Ja, hab ich. Für ich hab einen Dreifach-Kill gemacht. Wow! Dafür muss ich einmal sterben. Ja. Zone B erobert. Und schon echt Profi, ne? Du hast Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Ja. Zone B verloren. Zone B verloren. Er steht kurz vor dem Sieg.
Und ich vor dem Tod. Moment. V. Ah, jetzt habe ich gewastet. Naja, egal. Oh. Habt ihr meine Aim gesehen? Professionell. Ja, hier, komm mal. Scheiß drauf. Das ist ein Powerplay. Erobere die Zone zurück. Zone A erobert. Na? Wo kommst du? Ich glaube, der heilt sich, ne? Was Zone C erobert, der Vorteil liegt bei dir. Ja! Geiles Gameplay! Absnacken! Zwei für einen. Ja, drei weniger. Eine Einheit. Das sehe ich gern. Noch eine Minute. Zone C verloren. Ich weiß nicht, für einen Anfänger mache ich mich, glaube ich, schon ganz gut. Zone B. Erstmal. Du hast den Zonenvorteil. Der fällt. Ja! Ich kill dich! Nun bist du mit Herzblut dabei. Skrupellos! Boah, bin ich gut. Du hast noch 30 Sekunden. Ja, bin voll am Verlieren, aber immerhin habe ich ein Personal Achievement quasi gemacht. Wow. Ich glaube, der ist auch nicht so mit Aim, ne? Zone B verloren. 10 Sekunden. Zone C erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Der Feind hat dich besiegt. Und ich habe ein Item erhalten. So, wie sieht es denn mit der Zeit aus? Okay. Ich denke mal. Wenn es schnell geht, wenn wir jetzt noch schnell eine Runde finden, dann machen wir noch eine. Kann ich hier schon F1 drücken? Bleibt er in der Suche drin? Ja, scheinbar schon. Aber ich finde scheinbar gerade keine Gegner. So, ich habe nämlich jetzt hier, wo ist denn das? Subscreen vielleicht? Nee. Wo ist denn das? Doch, einen neuen Gegenstand bekommen. Achso, ah, okay. Ich zieh die mal an. Ja, scheinbar finden wir noch ein Spiel. Dann spielen wir nochmal diese Runde ein bisschen zu Ende. Ja, wenn wir dann ein bisschen Überlänge haben, ist das dann, glaube ich, auch kein Problem. Ich will nämlich nicht jetzt unbedingt aufhören. Das ist dann, glaube ich, echt ein bisschen zu kurz für das Video. Andere Raumschiffe gibt es auch. Ich glaube aber, dass die Raumschiffe nur so skinmäßig, glaube ich, sind und nicht wirklich auch Gameplay ausschlaggebend. Kontrolle. Kontrolle. Dass du dich behaupten kannst. Halte die Zonen. Achso, eine Runde dauert auch nur 7 Minuten. Also 8 Minuten im Endeffekt, weil 7 Minuten 59. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann schaffen wir das noch, eine Runde zu machen. Zwei für einen.
Krasser Doppelkerl! Der Feind hat Zone B eingenommen. Da bin ich schon echt. Du hast Zone LOL! Erobert. Du hast den Zonenvorteil. Da habe ich leider zu spät C gedrückt. Aber das war schon. Es war schon echt. Also ich glaube, das ist schon. Oh, mir gefällt das. Mir gefällt das ganz gut. Wenn man so langsam merkt, dass man besser wird. Wo besser werden ist auch relativ. Kann ich das nutzen? Schon? Nee. Sie haben gerade die Führung übernommen. Zone C erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Nur bei mir. Zone A verloren. Zone B eingenommen. Ich gehe mal hier zu dem Special Munition. Vielleicht rennt da ja wieder ein Gegner hin. Oh ja. Bin da nicht. Bin weg. Zone A erobert. Powerplay. Lass nicht nach. Zone C verloren. Scheiße. Den einen habe ich zum Glück noch mit in den Tod gerissen. Wechsel mal die Waffe, damit ihr mal eine andere Waffe hier seht. Aber... Zone A verloren. Zweifach. Ach, verdammt, das ist ja die Waffe. Damit wollte ich schießen, aber ich habe keine Munition dafür. Aber die andere Waffe, ich habe das Gefühl, dass die andere Waffe irgendwie total kacke ist. Deswegen spiele ich eigentlich auch nur mit der hier. Du hast den Zonenvorteil. Das habe ich. Guck mal hier gerade. Ja, geil. Powerplay. Lass nicht nach. Powerplay, Digga. Fuck. Oh ja, Powerplay ist geil. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ich glaube, wenn man Powerplay hat, dann generiert man, glaube ich, schneller mehr Punkte. Aber das ist dann auch nur, wenn man, glaube ich, dominiert hier. Also bei den Punkten, die man eingenommen hat. Nein! Ja! Verloren. Mir gerade wirklich in Führung. Das erste Mal, dass ich in Führung bin. Das ist extrem geil. Ja, dann glaube ich hier bei C. Guck mal, da wird schon geschossen. Das ist natürlich doof. Ich nehme mal A ein. Zone B erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Zone C verloren. Ich habe mal einen Super. Ich könnte ihn einsetzen, wenn irgendwas hier passiert. Aber Zone läuft. A erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Bei mir. Ich habe den Vorteil. Zone C erobert. Und wir haben ein Powerplay. Du musst sie halten. Zone B verloren. Powerplay. Wie ist das? Powerplay gibt's doch eigentlich nur beim Eishockey. Zone C verloren. Yes! Aua! Au! Au! Von hinten ist Kacke. Das habe ich nicht gesehen. Drei Minuten. Sieht ausgewogen aus. Ja, Wir haben die Führung. Doch das Fuck. Ist noch nicht vorbei. Ja, jetzt haben sie die Führung übernommen. Aber ich denke mal, das ist doch auch im Verlieren, haben wir uns eigentlich sehr gut angestellt. Ja,
hat er da gerade sein Dingens an. Ich hab es ihnen gezeigt. Oh ja, wo ich tot war. Es war so ein klassischer Junkrat, der quasi noch Gegner in den Tod mitreißt mit seinen Granaten, die er fallen lässt und er stirbt. Verloren. Oho, ich hab's gesehen. Zone A erobert. Powerplay. Lass nicht nach. Ein Einsatztrupp geht durch dick und dünn. Ja. Zone C verloren. Und ich bin der Dicke. Uah. Fuck. Okay. Ah, das habt ihr geschafft. Ja, lass mal B gehen. Zone A verloren. Das ist ein Powerplay. Erobere die Zone zurück. Mach es! Eine Minute. Oh, das war knapp. Da wurde mir aber noch geholfen. Ja, nehmen wir schon ein paar Zonen ein, dann haben die nämlich kein Powerplay mehr und ich muss mal meinen Super benutzen. Ich bin einfach so, ich weiß nicht, so sparsam für meinen Super. Weil er sich einfach ewig lange auflädt und weiß nicht, ich behalte ihn lieber die ganze Zeit lang, setze ihn nie ein, anstatt ihn einmal einzusetzen, aber ist, glaube ich, gleich mal Zeit, ihn einzusetzen, oder? Oder nicht? Doch! Und gerastet! Officially gerastet! Oh, doch nicht so ganz. Naja, eher gerastet. Aber es scheint, dass wir es doch noch irgendwie hinbekommen. So ganz knapp. Aber... ja. Sieg! Euer Sieg gibt der Stadt Hoffnung, Hüter. Mein erster Sieg! Ich war gar nicht mal so schlecht. Hier, meine Effizienz. 1,45, ja? Oder 105, aber... komm, 1,45. Das ist wie im Notensystem, ja? Eine 1 ist schon richtig geil. Aber nein, natürlich ist es nicht so. Umso höher die Zahl, umso besser. Aber, immerhin, ich habe das... immer geschafft zu gewinnen. Das habe ich... meinen Matches, die ich gespielt habe, schon vorher noch nicht geschafft. Das ist schon mal relativ erfreulich. So, jetzt sucht er nämlich automatisch wieder, aber das brechen wir mal ab. Gehen mal in unser Inventar hier. Wo ist das? Das zeigt er mir. Ach, das zeigt er mir an. Hier. Wir haben Handschuhe bekommen. Die rüsten wir natürlich jetzt mal aus. Und wir können übrigens auch die Sachen zerlegen. Da bekommen wir Ressourcen, die wir dann zum Craften benutzen. Da aber das Crafting natürlich noch nicht drin ist, weil auch fast gar nichts in dem Spiel eigentlich wirklich drin ist, würde das Craften, also das Zerlegen, allgemein nur dazu führen, dass wir den Gegenstand löschen. Also es ist halt hier noch nicht wirklich möglich, irgendwie zu craften. Aber man kann quasi sein Inventar hier ein bisschen aufräumen und dann ein bisschen Platz schaffen hier. Mit dem Zerlegen. Aber ich würde mal auch sagen, wir machen mal hier, wir zerlegen das mal. Dann ist das nämlich weg, aber wir bekommen hier oben halt keine. Ne? Und das zerlegen wir auch mal. Gar nicht bei den Waffen, bin ich mir noch nicht so sicher. Geist, da bekomme ich auch übrigens wegen dem Vorbestellen ein Special, weil es. Braucht man nicht unbedingt, aber das ist dann so ein Killzählergeist. Ja.
Kann man haben, muss man aber nicht. So, das war's aber erstmal mit dem Modus. Das war der erste PvP-Modus von zwei, die man spielen kann. Und danach, also in der nächsten Folge, werden wir dann mal diesen PvE-Modus, also den Dungeon Slash Raid mal angehen. Ich weiß nicht, das werde ich glaube ich auch in mehreren Folgen unterteilen. Na, der ist schon ein bisschen lang und je nachdem, wie der Endboss, wie wir den Endboss angehen, da kann man schon mal echt mehrere Male sterben. Kann sich das ein bisschen in die Länge ziehen. Vielleicht kommen wir da ganz gut durch, vielleicht auch nicht. Aber das war zumindest der PvP-Modus von Destiny 2. So wird er sein, wahrscheinlich auch in der Release-Fassung. Also dieser Modus, es gibt ja noch einen anderen und wahrscheinlich gibt es noch weitaus mehr Modi. Sind nur quasi ausgewählte für die Beta. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Dann geht's weiter mit einem PvE-Modus. Haut rein, tschüss!